was der Justice League Trailer vom Snyder Cut verrät und warum die Fans Last of Us 2 hassen, das verraten wir euch gleich in den Flips News der Woche. Die Themen der Woche: Star Wars verschoben, Kinos geben auf, James Bond als Teenie, Cyberpunk kommt doch noch nicht, Ex-Potter Radcliffe dreht durch und gibt's ein Goonies-Sequel? Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips Guardians: GAC1708, Swafnirson, Srazot, Schelle, Jack Hazard, Lukas Hesse, Mitchek Torte, Tony Bart, Derby, Nanoska, Heimlicher Punkt Official, Dark System, Alter I und Wir, Silko Pelasch, Luca Kamens, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK Faker, der Dwarslöper und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folg uns auf Twitch, Twitter oder Instagram. Das Kinosterben wird durch die virale Zwangspause ja deutlich beschleunigt. Diese Woche verkündete das alteingesessene UCI-Kolosseum in Berlin, das neulich ja schon Insolvenz anmelden musste, dass es nicht wieder eröffnen wird. Als Grund wurden unter anderem die Hygieneauflagen genannt, denn um kostendeckend arbeiten zu können, müssten im Schnitt 70% der Plätze belegt sein. Das sei aber mit 1,50 Abstand zwischen den Zuschauern nicht machbar. Der Grund sei aber auch, dass der Vermieter ihn zum Jahresende gekündigt habe und auch an einen anderen Kinobetreiber nicht vermieten wolle. Ob die Rechnung des UCI so Sinn macht, ist allerdings auch fraglich, denn welches Kino hat heutzutage noch durchschnittlich 70% Auslastung? Vielleicht steckt also auch was anderes hinter den Schließungsentscheidungen. UCI gehört ja zum chinesischen Wanda-Konzern, dem auch die größte US-Kette AMC, die Odeon-Kette und viele andere Kinoketten weltweit gehören und die sich in Konkurrenz zur View-Kette befinden, denen unter anderem das Cinemax und die CineStar-Gruppe in Deutschland gehören. Warten wir mal ab, wie die Kinozuschauer überhaupt reagieren, wenn denn Anfang Juli die Kinostarts wieder losgehen. Neben ein paar neuen Filmen sollen aber vor allem remasterte Klassiker wie 2001, Star Wars, Inception und Die Matrix helfen, Zuschauer wieder für die große Leinwand zu begeistern. Würdet ihr jetzt überhaupt reingehen? Lasst es uns wissen. Warner teast die Fans für September mit einer großen Ankündigung an, die auch Klassiker beinhaltet und die Frage herausforderte, ob sie weitere Titel erneut ins Kino bringen wollen, jetzt da so viele Starts verschoben wurden. Im September würde uns etwas erwarten, hieß es, verkündeten sie mit Sherlock Holmes, Beetlejuice und einem meiner absoluten Lieblingsfilme, die Goonies. Und für letzteren spendierte Warner sogar einen komplett neu animierten Trailer. Sollte da etwa das lang angekündigte Sequel kommen? Immerhin ist für Sherlock ja eindeutig eins geplant, leider wohl nicht. Der September-Tease bezieht sich auf die aufwendigen 4K Special Editions der Filme, inklusive Goodies, wie zum Beispiel bei den Goonies die Schatzkarte, Aufnäher und eine fancy Verpackung. Schade eigentlich, aber vielleicht auch besser, wir wissen ja, wie es endet, wenn geliebte Klassiker verspätete Sequels bekommen. Star Wars Celebration. Das war ja immer der Event, auf den alle Fans hingefiebert haben. Dort wurden erste Trailer, Teaser und News über alles, was im Star Wars-Universum relevant war, verkündet. Und mit dem Erfolg von Mandalorian und der aussichtsreichen Disney-Plus-Zukunft von Star Wars mit vielen neuen Serien waren Fans natürlich gespannt, was wir zu sehen bekommen in diesem Jahr. Erste Szenen aus der neuen Staffel von Mandalorian, erste Bilder der Obi-Wan-Serie oder was völlig Unerwartetes? Vielleicht sogar die Ankündigung konkreter neuer Filme? Wie so vieles in 2020 wurde auch daraus nichts. Denn nach langem Zögern hat Lucasfilm zusammen mit Disney die Celebration für dieses Jahr abgesagt und gleichzeitig erklärt, erst 2022 wird es die nächste geben. Damit reiht sich Disney in die Reihe dutzender großer Events ein, die dem Virus weichen mussten. Und vielleicht wollten sie auch nach dem durchwachsenen Echo auf Episode 9 tatsächlich warten, bis sie entschieden haben, wie es im Kino weitergeht. Spannend, noch ist nicht raus, ob Kathleen Kennedy bei Lucasfilm bleibt. Ihr Vertrag läuft 2021 aus und Fans fordern ja seit Jahren, dass sie durch Dave Filoni oder Jon Favreau ersetzt wird. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass es innere Machtkämpfe bei Lucasfilm gibt über die Richtung von Star Wars. Bis 2022 könnte der Konzern also ganz anders aussehen, falls Kennedy hinwirft oder keine Einigung mit Disney erzielt, was eine Fortsetzung ihres Vertrages angeht. Bis dahin bleibt den Fans nur abwarten und Disney Plus schauen. Erst erschütterte uns die Meldung, dass der Snyder Cut von Justice League tatsächlich kommt, und zwar im nächsten Jahr auf HBO Max. Jetzt legte Snyder mit dem ersten Teaser nach. Darin sehen wir Wonder Woman, die eine alte Zeichnung entziffert, die ihr etwas über die Geschichte der Amazonen verrät. Dazu ein Voice-Over von ihr, das sagt: Die Glocken wurden schon geläutet und sie haben es gehört. Doch im Dunkeln unter den Sternen, Ding Dong, der Gott ist tot. Ding Dong, der Gott ist tot. Ja, das bezieht sich vermutlich auf Supermans Tod, der
Auslöser für die Wiederkehr Darkseid sein könnte. Und dann sehen wir Darkseid in einem epischen Shot, der ja in der Kinofassung fast keine Rolle spielte. Darkseid ist ja ein Gott des Bösen vom Planeten Apokalypso oder so ähnlich, der den freien Willen aller Lebewesen auslöschen will. Snyder wird schon bald einen richtigen Trailer veröffentlichen, der dann sicherlich noch deutlicher macht, welche Szenen seine Fassung enthält, die im Kino nicht zu sehen waren. Und da gibt's ja einige. Der Martian Manhunter kam nicht vor, Flash-Freundin Iris West, die Green Lantern Corps und jede Menge Figuren, die zu Cyborg-Story gehören, der ja im jetzigen Film quasi egal war, im Snyder-Cut aber die zentrale Figur sein soll, wie Snyder mehrfach betont hat. Seid ihr gehypt auf den Cut und wollt ihr ihn als Film oder noch lieber als mehrteilige Serie sehen? Lasst es uns wissen. Serien. Letzte Woche startete die neue Alex Rider-Serie von Amazon Prime. Die Adaption der erfolgreichen Jugendspionageserie von Autor Anthony Horowitz hat dabei deutlich mehr Erfolg als der Film mit Alex Pettifer damals. Otto Ferrant ist für die Rolle des 14-jährigen Teenie-Agenten zwar auch locker 10 Jahre zu alt, trifft aber ansonsten viel besser den Ton der Vorlage. Alex wird nach dem Tod seines Onkels in die Welt der Geheimdienste gezogen und muss gegen shady Organisationen und Verräter in den eigenen Reihen antreten und nebenher noch Schule und Freunde managen. Das ist echt unterhaltsam und edel gefilmt, weshalb es sehr schade ist, dass Amazon Deutschland noch keinen konkreten Starttermin für die Serie genannt hat. In Großbritannien gibt es jetzt schon alle 8 Folgen. Wir haben bei Amazon Deutschland nachgefragt und die meinten, wir sollen die Seite im Auge behalten. Na dann, haltet Ausschau nach Alex Rider. The Politician legt nach. Die Netflix-Show um den von Ben Platt gespielten Nachwuchspolitiker, quasi ein Philipp Amthor mit besserer Frisur, wandert von der Schule nach New York und bekommt prominente Verstärkung. In Staffel 2 spielen Bette Midler und Judith Light 2 wichtige Nebenrollen und der Trailer macht Lust darauf zu sehen, wie die beiden bitchigen Dieben sich mit dem skrupellosen Amthor-Aspirant anlegen. In Zeiten, in denen die reale Politik jede Fiktion in den Schatten stellt, bleibt die Serie leider nur fluffige Unterhaltung und lässt richtige Relevanz vermissen, ist aber wie bei Ryan Murphy-Serien üblich solide Unterhaltung und eine eindeutige Steigerung zur ersten Staffel. Das sehen auch Kritik und Publikum so. Hannah geht in die nächste Runde. Die auf dem gleichnamigen Film beruhende Serie kam diese Woche mit einem neuen Trailer. Dort riskiert Hannah ihre Freiheit, um ihre Freundin Clara aus dem Altrax-Programm zu befreien, das zwar neue Leiter hat, aber immer noch total evil ist. Sie trifft erneut ihre alte Gegnerin und darf sich aber mehr handfest zur Wehr setzen, auch wenn sie jetzt nicht mehr das einzige Mädchen mit Killertraining ist. Fans von Staffel 1 kommen sicherlich wieder auf ihre Kosten, wenn Hannahs zweite Staffel ab 3. Juli auf Amazon Prime erscheint. Mochtet ihr Staffel 1? Sagt es uns. Eigentlich wäre ja jetzt gerade die E3 gewesen, aber auch ohne die ehemals wichtigste Gaming-Messe gibt genug News. EA zeigte auf seiner Play-Presentation, dass sie Apex Legends auf Steam und die Switch portieren werden und ja, generell ihre Switch-Aversion überwunden haben. Ganze 7 Titel werden auf Nintendos Konsole erscheinen. Das Aufregendste, was sie verkündet haben bei der Play, war aber wohl der Trailer für Star Wars Squadrons, ein Multiplayer-Dogfight-Shooter, in dem ihr die klassischen Star Wars-Raumschiffe steuern könnt und der grafisch echt was hermacht und sowohl Cross-Plattform als auch in VR funktionieren soll. Wer die VR-Mission in Battlefront gespielt hat, weiß, wie cool das sein kann. Ansonsten gab es einen winzigen Tease auf Dragon Age 4 und die Ankündigung, dass nach Ewigkeiten mal wieder ein neues Skate-Game kommt, nachdem Fans jahrelang auf Twitter gezettert und dafür gekämpft hatten. Weniger Freude haben die Fans von Cyberpunk 2077 diese Woche gehabt. CD Projekt Red verkündete, dass sie das mehrfach verschobene Games nochmals, und zwar vom 17. September auf den 18. November schieben werden. Es sei ja im Grunde fertig und Game-Journalisten würden nächste Woche eine ausführliche Preview begutachten können, aber sie wollten sich die Zeit nehmen, Bugs zu beheben und das Gameplay zu tweaken, damit das Spiel wirklich fertig released werde. Was natürlich verständlich ist, denn von Games, die quasi als Final Beta bei uns ankommen und dann erst bei den Kunden fertig gepatcht werden über Monate, hatten wir ja beileibe genug. Trotzdem natürlich schade in einem Jahr, das so wenige große Titel bisher bot und natürlich die Frage, wie es zusammenpasst, wenn direkt zum Release der Next-Gen-Konsolen ein Premium-Titel für die alte Generation erscheint, die eigentliche Next-Gen-Version für die PlayStation 5 und die neue Xbox erst Monate später kommen wird, wie Michael Nowakowski von CD Projekt Red ja schon bestätigt hat. Freut ihr euch trotzdem drauf oder seid ihr sauer über die Verschiebung? Lasst es uns wissen. Finally, mit Last of Us 2 bekommen PS4-Gamer endlich mal wieder einen AAA-Exclusive-Titel geliefert. 3 Jahre nach Uncharted Lost Legacy meldet sich Naughty Dog zurück mit dem Sequel zu ihrem wohl meist gelobten Spiel. The Last of Us 2 führt die Geschichte von Ellie und Joel in der postpandemischen Welt weiter, in der Pilzsporen weite Teile der Menschheit zu infizierten Pilzzombies werden ließen. Ellie ist als bisher einzige gegen die Sporen immun und kämpft sich im 5 Jahre später angesiedelten Teil 2 zusammen mit ihren Freunden durchs postapokalyptische Seattle, um ein Geheimnis auf die Spur zu kommen. Mehr sage ich aus Spoilerschutzgründen mal nicht. Last of Us 2 bekam zum Start ein sehr gespaltenes Echo. Die Kritiker sind größtenteils angetan und mit 95 Punkten bei Metacritic gilt das Spiel dort als Must-Play. Anders sieht das mit dem User-Score aus, denn das Spiel scheint derzeit mal
massiv Review-bombt zu werden. Anders sind über 26.000 Votes nach einem Tag, mit davon über 18.000 negativ und das oft mit 0 Punkten kaum zu erklären. Dabei anerkennen viele ja die technischen Leistungen, denn Last of Us 2 dürfte wohl zu den bestaussehenden Games auf der PS4 gehören. Wunderschöne Landschaften und extrem weitläufige Areale, die es zu erkunden gilt, zusammen mit den besten Animationen, die es im Genre gibt. Alleine Ellies Mimik ist wohl ein neuer Standard für Ausdruck und gelungene Performance. Mit der Detailverliebtheit kann es das Spiel mit Red Dead Redemption 2 aufnehmen. Was die Null-Punkte-Wärter stört, ist die Story. Viele nehmen an der expliziten und wichtigen Liebesbeziehung von Ellie und ihrer Freundin Dina Anstoß, die viel Raum einnimmt im Spiel. Sie ersetzt über weite Strecken die Vater-Tochter-Dynamik zwischen Ellie und Joel, die das erste Spiel bestimmte. Vorgeworfen wird dem Spiel außerdem unsympathische Figuren, Charakterentwicklung, Dialoge und fehlende Weiterentwicklung beim Gameplay. Ich habe bisher rund 12 Stunden gespielt und kann die Nullpunkte nicht nachvollziehen und halte sie für ziemlich böswilliges Hassvoting. Was ich allerdings nachvollziehen kann, ist, warum sich viele Fans von Teil 1 mit der Fortsetzung schwer tun, denn das Game macht es einem ähnlich wie Red Dead Redemption 2 nicht gerade einfach. Der gesamte Anfang ist nicht nur super deprimierend, er macht auch keinerlei Anstalten, an die nostalgischen Gefühle der Spieler zu appellieren, die Teil 1 und das Spin-off Left Behind geliebt haben. Ellie ist nicht mehr das freche Mädchen mit der großen Klappe, sondern eine grüblerische junge Frau. Joel ist noch wortkarger als früher und die Dynamik zwischen beiden ist völlig anders als das, was wir in Teil 1 erarbeitet haben, indem sich ihre Freundschaft langsam entwickelte. Dazu zwingt uns das Spiel gleichzeitig am Anfang, die Antagonistin des Spiels zu spielen, eine völlig fremde Person, die wir nicht verstehen, und danach gibt's viel Düsternis und Blut, ehe das Spiel sich dann etwas öffnet, seinen Rhythmus findet und eine Balance zwischen Kampf und Abenteuer bietet. Ja, ich geb's zu, ich war kein Fan der ersten Stunden Gameplay. Die Mission in Teil 1 war deutlich einfacher zu verstehen. Bringt das Mädchen, das die Welt retten könnte, von Punkt A zu Punkt B. Teil 2 braucht sehr lange, bis mal wirklich klar wird, worum es geht und wofür wir mitfiebern sollen. Wir müssen Ellie neu kennenlernen, wir vermissen bekannte Elemente und dazu kommt, dass wir diesmal fast mehr Menschen als Infizierte kalt machen, was im Gegensatz zur Uncharted 3 keine Fun-Shooter-Gefühle hinterlässt, sondern Ellie mehr und mehr als mörderische Psychopathin dastehen lässt. Das Spiel forciert diese Auseinandersetzung mit dem Töten. Die Feinde werden extrem menschlich gezeigt, aber die Alternativlosigkeit des Tötens hinterlässt einen schlechten Geschmack, wenn wir gleichzeitig killen müssen, um weiterzukommen und gesagt bekommen, wie böse das Töten doch ist. Es gibt keine Option, Gnade zu zeigen oder Gegner nur zu betäuben. Ja, es hat gedauert, bis ich das Spiel wirklich mochte. Und klar, es ist spielerisch wenig originell. Am Game Loop hat sich seit Teil 1 wenig geändert und gerade am Anfang wirken die großen Areale etwas unfokussiert und lenken von der eigentlichen Story ab. Die Steuerung und das Crafting wurden etwas getweakt, sind aber im Wesentlichen so, wie wir es gewohnt sind. In dieser Hinsicht fühlt sich das Spiel durchaus wie ein Game aus 2015 an. Aber auf der anderen Seite, Naughty Dog hatte halt auch schon 2015 ein technisches Level, das viele Spiele bis heute nicht erreicht haben. Der Übergang von Cutscene bis ins Spiel ist weiterhin sehr elegant, die Walk-and-Talk-Dialoge funktionieren und wenn man erstmal wieder in dieser Welt drin ist, dann macht das Ganze eine Menge Spaß, trotz der düster blutigen Geschichte. Und gerade die Rückblenden, die erzählen, was zwischen Teil 1 und 2 passiert ist, bringen viel von der Stimmung zurück, die helfen Ellie und Joels Entwicklung zu verstehen. Es sind wohl einige der besten Momente, die Naughty Dog je erschaffen hat. Mit um die 25 bis 30 Stunden ist es deutlich länger als Teil 1 und ja, ich glaube, der Anfang ist alles andere als gelungen. Wer durchhält, der wird aber wie bei Red Dead Redemption 2 mit einem Spiel belohnt, das auf jeden Fall eine emotionale Erfahrung darstellt. Und das zudem technisch mit den besten Games auf der PS4 mithalten kann. Es zeigt aber auch die Grenzen auf dessen, was innerhalb der moralischen Auseinandersetzung mit der Game-Mechanik geleistet werden kann und ist deswegen kein Spiel, das jeder lieben wird. Mir gefällt es gut, ich würde ihm eine solide 7 von 10 Punkten geben, verstehe aber auch alle jene, die ernsthafte Kritik äußern. Und nein, wenn dich stört, dass da zwei Lesben die Hauptrolle spielen, die du nicht sexy findest, dann ist das keine ernsthafte Kritik. Alle anderen können gerne mal reingucken in Last of Us 2. Huch, wir haben mal wieder einen Start der Woche. Ja, ganz akimbo heißt der neuseeländische Actionfilm mit Daniel Radcliffe, der ab dem 25. Juni in den Kinos zu sehen ist, die schon wieder öffnen. Und wenn ihr jetzt fragt, ganz aki, was bitte? Ja, der Name des Films ist mindestens so weird wie seine Prämisse. Akimbo nennt man es, wenn jemand beidhändig mit Pistolen kämpft. Und genau das macht Radcliffes Figur Miles Lee Harris. Allerdings nicht freiwillig, denn ihm wurden im Rahmen eines illegalen Livestreaming-Games Pistolen in beide Hände gedübelt und Drohnen verfolgen jetzt jede seiner Bewegungen und schauen zu, ob ihm die Gegenspielerin Nix die Lichter ausblasen kann. Dabei ballert Miles sonst nur in Computerspielen und ist im wahren Leben ein friedlebender Vegetarier, der keiner Fliege was zu Leide tun kann. Der Film erinnert an eine wüste Mischung aus Crank und Hardcore Henry, ist absurd, satirisch und ultra brutal und im
Kino, nur in der gekürzten FSK 16-Fassung zu sehen, in der es allerdings immer noch ziemlich blutig zugeht. Die Uncut-Fassung läuft nur in Previews und dann später wohl auch im Heimkino, wie es aussieht. Mir hat der Film Spaß gemacht und wer auf comichafte Gewaltorgien wie Crank steht, der bekommt hier Radcliffe mal wieder in Bestform zu sehen. Vergessen sollte man allerdings die Twitter-Meltdowns des Regisseurs, die dem Film wenig schmeichelhafte Promo einbrachten. Die Kritik war vielleicht auch deswegen wenig gnädig. Durchschnittlich 6 Punkte gibt's von ihr für ganz akimbo. Wir freuen uns wieder über eure Follows auf Twitter, Twitch und Instagram, denn wir bringen euch jeden Tag Fun, Memes und News zu Filmen, Serien und Games. Also lasst doch bitte ein Abo da und falls ihr mal Fragen habt oder grüßen wollt, auf Insta reagieren wir immer am schnellsten. Und falls ihr das Video vom Freitag verpasst habt, schaut mal rein in 5 geniale Serien, die von den Fans gerettet wurden. Vielleicht ist euer Liebling ja auch dabei. Wir sagen ja gerne Danke und zwar an alle, die uns weiterempfehlen, die helfen, dass wir auch in diesen wirtschaftlich katastrophalen Zeiten weiter jede Woche für euch Flips produzieren können. Willst du auch helfen, dann teile uns, was das Zeug hält, abonniere, damit du nichts verpasst, mit Glocke, überspring die Werbung nicht und ja, natürlich freuen wir uns über jedes Trinkgeld per PayPal und die ganzen lieben Menschen, die uns auf Patreon supporten und ohne die es uns schon lange nicht mehr gäbe. Hier die Timelords, die Guardians, die coolen Junior Guardians, die Patroni und Padawans. Die sagen, ich helfe Flips monatlich, damit wir alle weiterhin News, Facts und Fun hier sehen können. Jede Woche. Willst du dazugehören, dann klick dich jetzt auf Patreon und wenn du dein Flips-Shirt schon bekommen hast, dann schicke gerne ein Foto, wie heimlicher.official es hier gemacht hat. Danke ihm und allen, die uns supporten. Wir haben letzte Woche mal 2 Tage Auszeit gebraucht und waren paddeln und etwas Sonne tanken. Deswegen gab es keinen Stream. Aber die kommende Woche geht's weiter. Dann reden wir ausführlich über Kino-Neustarts, Last of Us 2 und eure Fragen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin genießt den Sonntag, bleibt vorsichtig, tragt Masken, wascht euch überall, nicht nur dort, wo man sieht. Alles Liebe von uns und läuft.